Danger! Danger! Ein Rally! Moin! Na ihr Rallies, willkommen zurück zu This Hack Needs a Name, yo! Und zwar haben wir beim letzten Mal... Was haben wir denn da gespielt hier? Das Colorful Starland, ja moin! Das war ein Schrott. Aber jetzt haben wir ein neues Starland, ein neues Level in der Sternenwelt freigeschaltet. Und zwar das Danger Starland. Hört sich ja schon saugefährlich an. Ist es bestimmt auch. Ich bin gespannt. Und ich habe gerade keine Orientierung, ob dieser Part der erste in einer neuen Woche ist. Yoshi ist verboten. Moin. Verliere ich hier eigentlich Zeit dann auch fürs Level in diesem Screen? Schauen wir mal. Ich mache mal hier am Anfang ein Save, damit... Ja, ich verliere tatsächlich Zeit fürs Level. Damit, die Musik ist... Nein, ist es nicht. Ich dachte, es klang am Anfang von diesen Akkorden, die am... Die am Anfang hier abgespielt wurden. Ein bisschen wie, Song of Storms aus Zelda Ocarina of Time. Aber war es nicht. Okay, darüber muss ich, alles klar. Das ist ja schon stressig hier. Hallo, jetzt... Nee. Okay. So, aber zum Glück habe ich hier ein Safe State gemacht, sonst müssten wir uns immer wieder anschauen, dass Yoshi verboten ist. Das ist ja langweilig. So. Ja, also ich habe keine Orientierung, ob es der neue ein Part in einer neuen Woche ist. Es ist auf jeden Fall ein Part in einer neuen... But I got the Yoshi coin, so I got that going for me, which is nice. Auf jeden Fall der erste Part einer neuen Auf... Das war jetzt... Also jetzt langsam reicht's. Einer neuen Aufnahmesession will ich eigentlich nur sagen und deswegen sollte mir hier verzeihen, wenn ich dumm wie scheiße bin, aber so doof ist ja auch nicht erlaubt. So. Dass dieses komische hellblaue Drecksvieh da immer runterkommt, ist auch doof. So, jetzt wie machen wir das hier am besten? Ich glaube, so weit kann ich nicht springen, ohne einen Hit zu kassieren. Also machen wir mal einmal so. Ja! Super geil. Oh Gott, ist das jetzt hier so das Ding in diesem Level? Gott sei Dank habe ich meinen Switch hier gemacht. Komme ich da so rüber? Ja, aber hier wird es schwierig mit den Stacheln da an der Decke. Da muss ich jetzt wohl die Säge mitnehmen. Und kriege ich trotzdem einen Hit. Dann hätte ich es auch lassen können, ne? Okay. Okay, da habe ich auch wieder so einen Zielblock. Das ist schon mal ganz gut. Dann nehmen wir mal Anlauf. Und wir rein. Yo. Und kriegen... Oh, sogar eine Feder. Ach stimmt, hier sind diese orangenen Switches. Die sind ja... hier nicht mit dem Yellow Switch zu verwechseln, auch wenn die Blöcke so ähnlich aussehen. Wow. Wow. Wow! Wie geht der Dorftrottel denn ab? Die sieht man hier nicht anteasen. Man sieht die einfach nur plötzlich runterpesen. Das ist ein bisschen anders als sonst. Normalerweise habe ich zumindest den Eindruck, dass die sich nochmal kurz vorher bewegen. Okay, jetzt ist eh alles aus. Jetzt haben die hier Highspeed drauf. Uff. Das ist ja wie in diesem Castle aus... der letzten Welt in SMW. Jetzt. Scheiße, gehen. Oh Gott, jetzt. Yep. Sogar noch die Feder mitgenommen. Oh. Das ist ja voll der Stress. Oh Mann. Und ich dachte, also ich hoffe, dass das nachher nicht so extrem schlimm wird, wie in diesem einen Schloss, das Katze da mal dann irgendwann mit ein paar Safe States zugegebenermaßen, aber egal, gerallt hat. Das war nämlich doof. So, jetzt schon wieder hier. Schon wieder. Wie habe ich das gerade gemacht? So? Ja. Okay. Ist auf jeden Fall ganz nett. Ich finde, die Musik passt irgendwie nicht so wirklich zu diesem Schloss. Die ist so fröhlich. Was ist denn das? Also, ich kenne das auf jeden Fall auch aus anderen SMW-Hacks, was hier gespielt wird. Toll, ey. Ich kriege hier auch immer einen auf die Fresse, ne? Scheiße ist das. Also, das habe ich auf jeden Fall schon bei einem anderen SMW-Hack gehört. Ich glaube, der hat Matty mal gespielt. Aber... das war jetzt wirklich schlecht, das gebe ich zu. Aber es klingt am Anfang wie hier jetzt gerade. Wie der Anfang von diesem Lied, das eben in der Windmühle in... Ocarina of Time gespielt wird. Aber was es danach wird, weiß ich nicht. Also, sagt mir das ruhig, aber ihr könnt es auch bleiben lassen. Ihr Säcke. So. Jetzt, wie kassiere ich hier am besten kein... Ah, ne, hier war das noch gar nicht, das Schlimme. Ach so, kassiere ich hier auch keinen Hit. Guck mal, wenn ich den Hit schon davor kassiere, kann ich einfach im Blinky-Mode danach keinen Hit kassieren. Das ist der Traum. Ja, seht ihr, man sieht die kurz anteasen. Ich habe das nicht erfunden. So, schauen wir nochmal. So, bewegen sich ein Stück und dann los. Und beim anderen da drüben, da sieht man dieses kleine Stück wahrscheinlich nicht, weil die hier so ein bisschen rausgeschnitten wurden. Seht ihr, genau das meine ich, oder? Die sind da eins höher gesetzt. Genau.
Jetzt haben die sich nämlich links angeteased und rechts auch und rechts sieht man das nicht. Das ist eigentlich voll gemein. Gott sei Dank bin ich hier direkt durch. Nicht, dass das danach besser wird, aber es wird auch nicht schlimmer. Ja doch, es wird schlimmer. Ah. Okay, wann laufe ich am besten los? Wenn die gerade unten sind. Jetzt. Und hier. Jetzt. Ja, und jetzt. Nein. Ach. Dass man auch direkt einen Hit kassiert und nicht, wenn man dann schon transparent ist, da durchrallt wie ein Dalmatiner. Das ist aber auch doof. Also an diesem Level werde ich wahrscheinlich mehr als einen Part sitzen, Leute. Das tut mir dann leid. Vielleicht gibt es ja einen Midway-Point wenigstens. Denn ich versuche zunächst mal zumindest ein bisschen meiner Maxime treu zu bleiben, so wenige Safe States wie möglich zu setzen. Und es ist ja jetzt auch nicht über alle Maßen hinaus unfair. Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie an einer Stelle Try-and-Error-Prinzip ausversuchen müsste, sondern das ist tatsächlich eigentlich gehen müsste. Ach hey. Also in dieser Passage, da ist wahrscheinlich schon, da muss er schon meist, das mache ich auch jedes Mal falsch, ne? Da muss man schon ein Meister sein, um keinen Hit zu kassieren. Ich denke mal, dieses hellblaue Ding würde ich auch anteasen können, wie diesen Swamp daneben, aber das geht natürlich nicht. So, jetzt weg. Und zack, yep, schön. So, nächster Versuch. Kommen wir diesmal ohne Hit durch. Die Quoten stehen gut. Wenn man, also wenn ihr das wettet, kriegt ihr eine ganze Menge YouTube-Moneys. Hey, und jetzt würdet ihr sie kriegen. Moin. Okay, jetzt muss ich hier mal aufpassen. Komme ich jetzt auch hier weiter ohne Hit? Nö. Na gut, aber immerhin ein Stückchen weiter bis zum ersten Hit gekommen. Ist der Hit. Ist der Hit. Und ich kriege ja hier eh eine Feder. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen ralle, kriege ich die danach auch nochmal. Och. Angezapselt hat der mich. Einfach angezapselt. Und jetzt kriege ich hier nur einen Pilz. Das ist doch wohl. Das geht nicht. Ich finde das nicht gut. So, hier ist jetzt, hier, bis hier kommen wir ja schon mal ganz gut und danach hapert es dann ein bisschen. So, immerhin schon mal etwas. Nein. Auch diese zusätzlichen Kugeln, die eigentlich gar nicht gefährlich sind, die machen mich noch extra nervös. Verdammte Axt! Verdammte Axt. So, nächster Versuch. So, rüber. Unglaublich, was sie hier wieder für einen Kravenzmann von Kot geboten haben. Ja. Schönes Level, es blinkt nicht. Habe ich das überhaupt schon gesagt? Es blinkt nicht. Obwohl es schon wirklich jetzt für mich Postgame-Content ist, blinkt es nicht. Wie schön ist das denn, bitteschön? Aber ich glaube, da ist es noch eine... Ah, das hat schon an einer Rosette geziebt, das kann mir keiner erzählen. Ich glaube schon, dass es nach dieser Sternenwelt hier noch irgendwas geben muss. Weil irgendwie habe ich noch nicht so viele Exits, wie ich das gedacht hatte. Und von daher wird es da wahrscheinlich dann blinken. Jetzt durch. So, hier ist jetzt wieder der ganze Mamsch. Och, da war ich doch schon fast drüber. Ah, Mann, Mann, Mann. Da bringt einem auch diese Feder, die man in der Reserve hat, einfach mal null. Ah! Das war irgendwie jetzt waghalsiges Yoshi-Coin-Eroberungsmanöver. So. Sehr schön. Diese Feder bringt einem null, weil man halt irgendwie, ja, man muss... Ja, dafür muss man ganz ohne Hit durchkommen. Also, na, dann haben wir hier den Hit diesmal. Müssen wir jetzt hier aufpassen. Naja, so schlimm ist das eigentlich alles noch gar nicht. Erst da hinten wird's schlimm. Das hier geht. Das ist alles noch legitim. Das finde ich ja noch alles schön. So, aber jetzt dieser Kack hier. Also seien Sie mir nicht böse. Aber so ein Kack. Wenn hier die Blöcke rosa werden, das sieht man auch schon wieder, ne? Rosa ist die Farbe des Satans. Das ist ja kein richtiges Rosa, das ist ja mehr so ein Violett. Und Violett ist ja eigentlich die Farbe der sexuellen Frustration und deswegen schiebt er sich hier so mit Zacken besetzte Eisdildos aus der Lava oder was? Nein! Ich krieg das Timing einfach nicht gebacken. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal da bin,
Nein, ich habe gerade noch vollmundig behauptet, dass ich keine Safe States benutzen will und jetzt will ich schon wieder einsetzen. Das ist wieder typisch Skala, ne? Aber irgendwie diese Stellen hier, die seht ihr ja, die kann ich eigentlich relativ gut schon. Kann man ja auch nicht sagen, dass ich die jetzt nicht rallen würde. Kann keiner mir erzählen. Gut, dass ich hier meinen Hit kassiere, das sehe ich ein, aber das ist nicht so schlimm. Was? Da bin ich wohl als der Künsche zu spät abgehüpft. Kann auch vorkommen. So, nochmal hier rum. Ich vergesse immer, dass ich die nicht anteasen kann. Ich habe immer das Gefühl, da sind ja zwei verschiedene Typen. Die einen triggern immer alle paar Sekunden und die anderen, wenn ich drunter stehe oder in der Nähe bin. Das heißt, ja, das ist voll dumm, weil die direkt nebeneinander sind, da legt mein Gehirn sich schlafen. Urlaub fürs Gehirn macht das quasi. So wie bei KIZ. Ich werde gar nicht getroffen, wenn ich klein bin. Das ist ja lustig. Ich war gerade schon für einen Schockmoment geherzinfarktet. Aber dann habe ich gesehen, ne, das ist ja gar nicht so schlimm. Ist ja alles geil. Moin, bin der Raller. So. Hier kann man es mir aber jetzt wirklich nicht mehr nur zum Vorwurf machen, dass ich irgendwie nicht zielstrebig spielen würde. Ich meine, ich gewinne zwar nicht gerade wie ein Rally, aber ich bin jetzt auch nicht so einer, der hier gerade alle 4 Sekunden irgendwo in den Tod rennt. Naja, okay. Das unterstreicht jetzt gerade nicht die Bedeutung meiner Worte, was ich getan habe, aber ihr wisst, was ich meine. Ich spiele jetzt nicht so ultra unvorsichtig gerade. Finde ich, dass ich dafür von euch meine Fresse poliert bekommen müsste. Das ist doch meine schöne Fresse. Die ist wirklich sehr ansehnlich, möchte ich fast sagen. Man hört gerüchteweise, dass sie zur Fresse des Jahres gewählt werden soll. Meine Fresse, was ist das hier für ein Code-Level? Gib mir eine Feder. Gib mir deine Leber. Gib mir deine Leber. Gib mir deine Leber. Gib mir deine Leber. So. Darf ich? Ich darf, ne? Ich darf. Hier war ich ja jetzt schon oft genug. Das will ja keiner mehr sehen. Beziehungsweise hier war ich oft genug. Diese 2 Sprünge davor, die brauchst du jetzt auch nicht gerade. Dich tritt dir einen groß drauf ein, willen Skala, dass du die kannst. So, der hier ist jetzt der Scheiß. Und der danach sieht, glaube ich, genauso doof aus. Hey, es hat doch was gebracht, dass ich 2 Federn habe. Jetzt. Ja. Uff, und jetzt. Und ducken. Und nein, nicht ducken. Das hilft gar nichts. Und rüber. Und Arschloch. Nein. Ist auch blöd, wenn man mitten im Schwung speichert, ne? Das macht noch nur Dovis. Dovis. So. Hey, diesmal bin ich da sogar ohne Hit durchgekommen. Jetzt. Und. Jetzt. Nee, aber egal. Ah, eine Säge. Und jetzt. Nein. Tot. Scheiße. Wie soll das denn gehen? Nein. Also das Level, das macht doch gar keinen Sinn, dass hier Eisklöten aus dem Lava-Tempel rauskommen. Das kann doch nicht sein. Jetzt. Und jetzt. So, und jetzt. Naja, egal. Feder gönnen wir uns. Aber der Sprung hier, der ist aus der Hölle. Jetzt. Ah! Und dann stößt er sich den Kopf. Tadam. 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 Hey, man kann hier sogar. Warte mal, das will ich jetzt mal ganz kurz ausprobieren. Nee, mit Vollanlauf.
Das ist ja cool. Das ist doch mal gut zu wissen, dass hier die Federn tatsächlich auch mal wirklich was bringen in diesem Level. Zumindest so ein Stück weit. Hätte ich das mal früher gewusst, ne? Egal, Feder gibt's umsonst. So gibt's danach jetzt wenigstens mal Midway Point oder... Ach, scheiße. Irgendwas. Ja! Midway Point, Leute. Das ist doch der Traum. Okay, Leute, dann werde ich sagen... Tschüss.